Willkommen zu einem weiteren Buy First Special Cut. Heute wird es wieder teurer. Ihr habt ja die letzte Episode gesehen, wo mein Aufnahmepartner einfach so lost war und teilweise Goldkarten gesucht hat. Heute habe ich einen Aufnahmepartner, der hoffentlich weiß, wie man Spezialkarten sucht. Heisen. Was geht? Wer war denn das? Max oder Fabio? Ah, das war Fabio. Natürlich. Also, ich wusste, einer von beiden muss es sein. Also, wahrscheinlich kein. Ja, Bruder, also bei der Lostheit in FIFA, bei den beiden, da natürlich Mann, ist es einer von denen. Oh Mann. Nee, also hier kannst du dich auf jeden Fall auf mich verlassen heute, wenn es Special gesucht. Ja, und wir gehen auch wieder hoch mit der Price Range. Letztes Mal hatten wir 15.000 Münzen, heute haben wir 17.500. Des Weiteren haben wir 3 Starspieler. Pro Starspieler haben wir eine Price Range von 50.000 Münzen, was übelst viel ist bei Special Karten. Also es könnte richtig geil werden. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da bei 6.000, holy shit. Bei 666 Likes gehen wir in die nächste Buy for Special Folge oder auch ins nächste Buy for Sky, je nachdem. Ja, ich glaube, ich habe genug gesagt, genug gelabert, ne? Okay, dann fangen wir an, ne? Erste Position. Okay, Bro, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich suche. Du. Bist du drauf? Ja, ja. Okay, wie sieht's aus? Also, wie ist so der erste Eindruck von Buy for Special Card bei dir? Boah, ich sag so, es sind ein paar Trackies dabei, es sind ein paar teure Karten auch dabei. Erzähl einfach. Und ich glaube, ich mach mal den Heisen-Move. Aus meiner ehemaligen Heimat auch einen. Ich mach den Heisen-Move. Erzähl. 1-10. 10? Okay, krass. Den habe ich noch nie gespielt, bin ich gespannt. Du kriegst von mir die 1. Dann machen wir es mal einfach andersrum. Alter, hast du meinen Move jetzt geklaut, ja, jetzt oder was? Ja, tauschen wir mal so ein bisschen. Ich mache ja sonst immer die 10, du machst die 1. Dann machen wir es mal andersrum. Was ist deine Heimat? Kiel. Ich komme gebürtig aus Kiel. So, ich werde meinen ersten Star suchen. Ich wollte das auch machen. Ein bisschen, ey, bisschen spicy hier machen, Junge. So, komm. Einen Starspieler reinknallen. Ich suche. Alter. Okay. Ich sehe, was hier passiert bei der Price Range. Krass, oder wie? Das ist crazy. Ich muss also, ehrlicherweise sagen, bei mir ist nicht so krass, wie ich gedacht hätte, dass es krass sein könnte. Also, bei mir sind ja schon mindestens 4 Karten, die super sind. Also komm, hau raus. Die 2 kriegst du von mir. Geile Stats. Es ging besser. Ich nehme ihn mit, aber... Also ich feiere ihn zurzeit sehr im Real Life, aber in FIFA muss er nicht sein, sag ich, wie ist es? Okay, Lewandowski. Guter Call, aber nee, das ist nicht. Kommt man nicht drauf. Ich sag ehrlich, bei dir ist es nicht so rosig, dann kann ich ja eigentlich nehmen, was ich will. Ich gebe dir die 6. Okay, ich sag so, der ist eigentlich relativ OP. Also ist nicht schlecht, aber es ist nicht das, was ich mir erhofft habe, wo ich 50k Star gesucht habe. So eine günstige OP-Karte. Ja, genau. Informkarte, Bundesliga. Okay, Mal schauen. Kommst du? Okay. Nee. Gut, machen wir normal weiter mit 17.000. Ja, ich bin ready. Ich sag ehrlich, das ist schon cool, was da kommt. Auch schon bei 17.000. Ja, jetzt bei mir, also ist ganz komisch. Ich habe gerade Stürmer gesucht, 50k ist da. Da gab es nur Müll. Jetzt suche ich 17,5 auf der Position. Jetzt kommen viel geilere Karten. Also schon interessant. Ja. Bei mir umgekehrt, bei mir war es da eigentlich gerade super, aber jetzt... Okay, aber das macht mehr Sinn. Ja, so, ja, weißt das du? Macht mehr Sinn. Aber genau, wo ich sage, jetzt kommen wieder geile Karten, kommt nur Müll. Also kannst gerne... 3? Ja. Ja, ist sogar nochmal die schlechteste auf der Seite. Also hast einen guten Fang hier gemacht, sag richtig. Ich, wie es ist. Du kriegst die 10. Ja, weiß ich nicht, Digga. Also, wir haben gerade nochmal besprochen, damit wir nochmal ein bisschen mehr Coins hier reinknallen in die Episode, werden wir nochmal einen Starspieler aus dem Verein mitnehmen dürfen. Ich werde ihn jetzt noch nicht mitnehmen, aber ich glaube, Heisen hat Bock, ja, ich nehme ihn dazu. Ich hatte Cenk mal gefragt, weil ich sagte euch ehrlich, mein Team ist bis jetzt nicht so teuer. Und irgendwie will man ja schon ein bisschen mitzittern bei Discards oder so, wenn man mal verlieren sollte. Deswegen tue ich ihn rein. 2,3 Millionen Coins. Er ist drin. Digga, das ist crazy. Er ist drin. Ja, zum aktuellen Event. Das ist crazy. Ja, okay, das ist crazy. Komm, ich bin auf der nächsten Seite. Ich habe jetzt auch meinen Starspieler aber gesucht, meinen zweiten. Ne, ja. Damit ich ja auch wieder ein bisschen mehr Spice hoffentlich reinbringen kann. Es sind auch einige coole Karten da. Die 3 nochmal. Ja, ja. Ist, und der bringt ein bisschen Spice. Ist Spiceness drin? Es ist ein bisschen Spiceness jetzt wieder reingekommen, ja. Es ist fast wie beim asiatischen Lieblingsrestaurant von mir, ne? Ein bisschen mehr Spice ist jetzt wieder drin. Okay. Ich mach weiter. Diesmal geht's mit einer normalen Karte weiter. Ich hoffe, jetzt wird's mal besser hier. Komm. Okay, ich such mal auf. Und ja, es sieht besser aus. Ja, es sieht besser aus. Kurze Runde. 2. Nein! Doch.
Du kannst mir doch nicht immer... Bro, nein, mein Mittel... Nein, mach nochmal. Gib mir eine andere Zahl. Nein, doch. Nix nochmal, Digga. Ey, gib mir eine andere Zahl, Bruder. Das ist bodenlos, was du mir hier gibst. Bro. Komm, erzähl mal bei mir. Also, das ist bodenlos. Du kriegst nicht die 2, du gehst jetzt erstmal auf Seite 2. Liebend gerne mache ich das, ja. Ja, und Spieler Nummer 8. Die bei mir gibt es so Informs. Bro. 8 ist das schlechteste. Bro. 80er Inform, hä? Bro. What? Mein Mittelfeld. Bodenlos. Meine ZMs bodenlos, Bruder. Meine ZMs bodenlos. Nächste Position, es ist wieder der Star. Jetzt das zweite Mal. Wieder der Star, oder was? Und diesmal muss es ein bisschen mehr knallen. Und jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Jawohl. Okay. Ich sag ehrlich, ich hab auch Bock, dass es ein bisschen knallt. Ne? Ich mag ja Herausforderungen, deswegen darfst du auch auf der Seite bleiben, weil wenn du so reagierst, wird es da schon gekracht. Wer ist der beste Spieler aller Zeiten? Lionel Messi. Also gibst du mir die? 4. Nein! Wolltest die 5, ne? Die 10, Digga! Ich dachte, du dachtest so psychologisch, ich nehme dann die Hälfte von 10. Nein, ich wollte die 10 haben, da hätte heute die 10 gechillt, Digga. Nein, die 10 hätte ich dir sowieso nicht gegeben. Nein, nein, die 10 hätte ich dir sowieso nicht gegeben. Und 7 wäre auch geil gewesen, deswegen dachte ich mir, egal was du sagen wirst, es wird 7 oder 10. Hallo, was sagst du da? Warum? Sie wäre auch, Punkt, Punkt, Punkt. Ach, das ist doch krass hier wieder. Sie wäre auch gut. Ja, alles gut, komm, gib mir die nächste. Hä? Ja, alles gut. Komm, gib mir die nächste Karte. 2. Ach, Digga, ich krieg hier Frau nach Frau und die sind alle wirklich schlecht. Sieht das ist auch doch krass. Gut. Oshuala wäre das gewesen, diese Schwesterkarte. Okay, okay, okay. Also, meine letzten drei Spieler waren alles Frauen in Forms. Also, die letzte war jetzt ganz gut wegen der Chemie, aber ansonsten wirklich bodenlos. Deswegen werde ich jetzt meinen Vereinsstar hinzufügen, ja. Okay. Kostet seine 400.000 Münzen, ist auf jeden Fall, bringt auch wieder ein bisschen Schärfe mit rein, ne? Robin van Persie im Sturm. Oha, Icon. Krass. Okay, nicht schlecht. Ist eine coole Karte. Dann suche ich mal ist mir. Eine coole Karte. Ja, erzähl mal. Ja. Du bist wieder normal unterwegs, ne? Ich bin ganz normal unterwegs. Okay, okay, okay. Auf einer nicht so wichtigen Position. Ja, dann knack ich die 1. Ja, den habe ich, glaube ich, sogar schon. Den habe ich im letzten Video schon gespielt, meine ich. Der war ganz gut. Ja, nehme ich. Dann hau mal raus. Wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen, beziehungsweise schon über der Hälfte. Wir haben nur noch 4 Positionen offen. Was hast du denn für eine Chemie? Ich habe 9, Bro. 9 Chemie. Oh, enges Duell wieder hier. Ich habe 10 Chemie. Oh, das ist Mann. So krass. Oh, okay, Mann. Komm. Dann lass direkt weitermachen. Nächste Position. Ja, ich bin ready. Spezial ist drin. Nächste Posi. Machen wir das hier einmal komplett. Ja, okay. Es ist nicht gut gerade irgendwie. Also die letzten Positionen, es ist gut, dass wir nochmal diesen Starspieler aus dem Verein reingemacht haben, sage ich ehrlich. Die 3 kriegst du von mir. Auch wieder kurz schmerzlos heute. Es ist wenigstens der Beste von der Seite. Vor allem von der Chemie her. Ja, es ist wenigstens der Beste. Aber selbst der kostet nur 20.000, damit ich dir das einmal vor Augen halten kann. Okay, krass. Also du hast anscheinend echt kein teures Team heute. Okay, erzähl mal mir. Falls du jetzt darauf gepokert hast, dass ich dir auch die 3 gebe, ich gebe sie dir, die 3. Nee, habe ich nicht drauf gepokert, aber nehme ich gerne. Okay, nächste Position ist gefiltert. Ich nehme Special Card. Let's go. Alter, das ist scheiße. Das ist bodenlos. Zeig mal, sieht die andere Seite aus? Die nächste Seite sieht ähnlich aus. Die übernächste, ach, gib mir einfach eine Zahl. Okay, komm, 7. Für den besten Spieler aller Zeiten. Ja, nee, eigentlich nicht, aber... Ah, Bruder, also das ist verrückt, was ich hier bekomme. Manuel Neuer ist auch krass, ne? Ja. Welche Nummer willst du? die 8. Digga, schade. Ich dachte, er sagt jetzt die 1. Nee, ganz bestimmt nicht. Digga, wie schlecht. Wie schlecht! Ich wollte dich so beißen, Digga. Ich wollte dich so einfach beißen. Einfach mal reinwerfen in den Raum. Ja, Manuel Neuer ist auch krass, Digga. Wie kacke von dir, wirklich. Oh, ja, du hast mir 80er Inform gegeben anstatt Ribéry, Digga. Oh Mann. Ey, ich mach jetzt die andere Seite. Ich bewahre mir meinen Starspieler auf für die letzte Position und dann krieg ich. Ach. Okay, komm, mach.
Du kriegst die 7 von mir zum Abschluss, ja, nochmal. Es war 10-mal der fucking selbe Spieler. Alter. Und der, Bruder, habe ich überhaupt richtig... Bruder, ich habe sogar richtig eingestellt. Ich habe doch nichts falsch eingestellt. Welche Position? LF. Krass. Da kommt 2 Seiten lang derselbe. Nur derselbe. Krass. Egal. Okay. Ich nehme ihn mit. Ich hab mal. Ja. Ah, immer die 2. Komm. Okay, den kenne ich gar nicht, Digga. Zweite Liga England. Dritte Liga England. Digga, was ist denn das? Hudson O'Doy? Luke Chambers, noch nie gehört. Ah, okay, passt. Ich kauf hier den Mann hier. Du kaufst einen Drittligaspieler. Der hat eine 64er-Karte eigentlich. Ey. What? Ey, Leute, also... Bei 666 Likes, ich knall die Price Range nach oben. Das kann doch nicht sein, was wir hier für Karten teilweise bekommen. Also ein paar Karten sind cool, aber es gibt einfach auch noch viel zu viel schlechte Karten im Team, sage ich ehrlich. Okay, ich bin auf der nächsten Position und es ist natürlich wieder der Starspieler. 50k, letzte Karte auch. Star. Bei mir auch bei dir Star. Auch, ne? Okay. Auf der Position, gib ihm. Boah, also, hier sieht's schon besser aus, Bro. Also das ist schon ein krasser Unterschied, ne? Es sieht so geil aus. Es sind so viele Icons da. Es ist keiner über eine Mio sogar da, muss ich sagen. Bei mir schon. Aber es sind viele so 4, 5, 600k-Spieler da. Komm, da kriegst du von mir die 6. Nein. Ist nicht gut? Das ist bodenlos. Ist mit der schlechteste. Okay. Dann schränke ich mal bei mir bitte an. Wichtig werden? Kriegst die 10. Digga. Digga, was? Die günstigste Icon, glaube ich, in ganz die AFC hast du mir gegeben. Das kann doch nicht sein. Abili auf 4, Sava auf 7. Digga, wie viel Keen? Oh Mann, nee. Alter. Wie viel kostet der? Digga, 60k oder so, keine Ahnung. Nee. Dann bin ich ja sogar noch ganz gut mit meinem 160k-Spieler. Alter. Also, es ist wirklich verrückt. Ich würde sagen, ihr seht bei uns beiden auf jeden Fall ein bisschen durcheinander. Ja. 15 Chemie, Digga, krank. Also, wir laden uns ein. Möge der bessere gewinnen. Es stehen ja trotzdem einige teure Karten hier auf dem Spiel. Hier 200, 200, 200, 400. Also, ein paar Karten sind trotzdem da am Start. Aber wie gesagt, nächstes Mal gehen wir dann auf jeden Fall hoch. Und jetzt laden wir uns erstmal ein. Zeig mal her. Lucio. Alter! Lucio, es ist Lucio. Aber sonst sehr informlastig bei dir. Ja, Martinez und Openda sind nochmal cool. Ja, bei mir auch. Du hast mir Openda gegeben, da war ich mir unsicher, ob der jetzt gut ist oder schlecht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, der soll sehr OP sein, sogar, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott, Bro. Den hält der. Das ist verrückt. Juhu, Lautaro Martinez. Lucio Torvorlage übrigens. War das Lucio vorne? Ja. Mach ihn. Oh mein Gott. Ah, es kracht. Mann. Da steht Bastoni. Nee, das ist Lucio. Aber Lucio. Bruder, was ist denn jetzt los? Ja, was ist dann da rum los, Digga? Chambers, Digga. Chambers hat so krach. Du hast mir auch Karten gegeben, ne? Das ist auch wirklich bodenlos, oh. Alter. Ich komme da nicht raus. Den Verpersi. Ja, 10 Karten Informs hier, Digga, die du mich. Einfach Bronze Linksverteidiger knallt dich. Ne, Digga, diese 80er Informs, ne? Also wirklich, Bro. Du hast mich so geballert damit. Nein. Schon gesehen. Der ist drin. Schon gesehen. Lautaro Martinez. Jetzt weiß ich, warum der 70k als Icon kostet, Digga. Boah. Oh. Alter. What? Okay, das Spiel kracht hier wieder komplett. Digga, was ist denn mit dem Spiel los? Kam mit einmal die komplett. Bruder! Donnarumma! Hey, warte mal, aber eigentlich ist das ein Fehler des Spiels, ne? Das ist 100% ein Fehler. Weil der Stürmer darf gar nicht innerhalb des 16ers den Ball annehmen. Es ist wirklich gerade einfach nur noch ein Eckball. Hoffnungsspiel. Und jetzt mach ihn. Nein! Ja! Ey, Bro, das ist doch ganz krank, was hier gerade passiert wieder. Nein. Ey, komm! Oh mein Gott, was ein Pass. Lucio! Nein! Lucio! Nein! Du willst mich verarschen. Das ist gerade nicht passiert. Nein!
Nein. Ja! Ey, Lucio ist Prime bei mir, Digga. Das war crazy, wie er da von Percy einholt. Oh mein Gott. Um Ausgleichsversuch einfach zum Gegentor. Und dann sowas. GG. Ich sag GGs, gar nichts, Bro. GG. GGs. GG. Also, ich stelle um. Es sind ein paar teure am Start. Inigo Martinez 200, Bastoni fast 300, Francescoli circa 200, bisschen günstiger, Robin van Persie 400 und dann aber auch viele Gammel-Informs für 10, 20, 30 K. Ich will den van Persie, Bro. Ich will den van Persie so doll. Ja, ich bin durch. Meine Hände schwitzen, Bro. Es war ein anstrengendes Spiel. Ich nehme einmal deinen Stürmer, falls du stehen gelassen hast. Ganz sicher. Und dann nehme ich zum Schluss nicht was im Sturm, sondern im Mittelfeld. Ich nehme deinen linken Zettel im Kopf. Und? Ist der Van Persie weg? Ist der Van Persie weg? Bitte. Ich habe stehen gelassen. Ne! Ich habe so getan, extra mit meinem Stick hin und her bewegt, dass man denkt, ich stelle hier um. Und der Typ ist einfach, geht einfach auf. Ich nehme immer meistens die Position, wo der teuerste Spieler ist, kannst du merken. Alter, Van Persie und wer noch? Lavelle in Form. Merkt es, Jack. Nicht mit mir aufnehmen. Eine halbe Million weg. Das ist doch wieder geisteskrank, ne? Immer wenn ich verliere gegen dich, wird was diskutiert. Ich kann das nicht. Und weißt du was? Weißt du, wie dieser Van Persie diskutiert entstanden ist? Durch den Abstoß. Stimmt. Durch den scheiß Abstoß und dadurch, dass dein Lucio mich eingeholt hat. Ja. Okay, ey, ich diskutiere die einfach, weil Van Persie ist First Owner. Wenn ihr den wieder sehen solltet bei mir, dann wisst ihr Bescheid. Aber natürlich wird da nichts zurückgeholt, mein First Owner Van Persie. Die sind weg. Ich habe keine Worte mehr. 666 Likes, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge mit erhöhter Price Range und ich bin raus.